einen wunderschönen guten Abend zusammen. Und wieder muss ich mich einmal mit einem unschönen Thema an euch wenden. Und zwar ist die letzten Tage und Wochen wieder einiges passiert. Ich bin von meinem Verlobten getrennt. Dann haben wir hier erneut wie im Sommer 2023 eine Kündigungswelle. Und ich würde einfach sagen, wir kommen zu Punkt 1 auf der Tagesordnung, die Trennung von meinem Verlobten. Das war nicht einfach gewesen. Die Trennung erfolgte vor einer Woche. Wir stehen natürlich noch freundschaftlich im Kontakt. Es war eine einvernehmliche Trennung. Dennoch belastet mich das sehr, weil ich nach wie vor sehr an ihn hänge und ich immer noch Gefühle für ihn habe und das nicht einfach ist. Und ich ja vorgestern in Hamburg war, wie ihr meinen Videos entnehmen konntet. Und ja, das setzt mir immer noch sehr zu. Und in Hamburg ist mir einiges von unserem Urlaub vor 2 Jahren oder von November 2022 in der Zeit bis Mai 2023 waren wir ja regelmäßig in Hamburg. Und da ist mir doch einiges wieder hochgekommen. Das ist aber nicht das Einzige. Und zwar haben wir jetzt auch noch eine Kündigungswelle, also eine Betreuerin, die sagte, die hat sich gestern hier verabschiedet. Und ich appelliere mal hier an die Lebenshilfe, bezahlt eure Mitarbeiter besser, dann rennen euch die Mitarbeiter nicht weg. Die hat mir nämlich erzählt gestern, die Betreuerin, dass sie sich ja auf eine Festeinstellung beworben hat in dieser WG und eine gewisse Anzahl an Personen eingestellt werden kann, die keine Fachkräfte sind. So, jetzt ist aber das Problem, die Lebenshilfe bezahlt sie nicht angemessen. Und dementsprechend hat sie sich jetzt was Neues gesucht, wo sie mehr verdienen kann. Und Leute, die hat sich hier den Arsch aufgerissen. Und die Lebenshilfe dankt es ihr so, indem sie sie nicht angemessen bezahlt. So, das ist Punkt 1, warum die Betreuer kündigen. Punkt 2, ja, wir haben hier einen Betreuer, der hat uns im Vorfeld gesagt, unsere Leitung kündigt, wurde verneint, wurde dem mit Abmahnung gedroht und all das, ne? So, und jetzt, letzte Woche erfahren wir dann, oder vorletzte Woche, irgendwann war das auf jeden Fall, erfahren wir dann, ja, unsere Leitung hat gekündigt. Warum lügt man uns dann dreist ins Gesicht und sagt, sie hat nicht gekündigt und dann, sie hat gekündigt. Also, das stimmt hinten und vorne was nicht. Und ich sag euch ganz ehrlich, so wie es ist jetzt einfach meine Vermutung, es läuft hier nicht mit rechten Dingen zu. Ganz ehrlich, ist meine Vermutung. Und warum wende ich mich an die Öffentlichkeit? Hier werden Steuern reingesteckt, ja, hier fließen Öffentlichkeitsgelder rein. Und ich finde, meiner Meinung nach, die Öffentlichkeit hat ein Recht zu erfahren, wo die Gelder hinfließen. Das ist mein Standpunkt davon. Und es kann nicht sein, ja, dass wir hier jetzt ein zweites Betreuerteam haben, was uns davonrennt, so nur weil die Lebenshilfe nicht angemessen zahlt. Wir hatten das letzten Sommer 2023, da haben wir schon genug gelitten, weil die alle abgehauen sind. So, dann wurde uns versprochen, ja, es wird alles besser, ja, wir bleiben. Ja, und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt fast ein Jahr später und wieder erreicht uns der Kündigungswelle. Wo führt das alles noch hin? Das so, kann doch nicht angehen, jetzt mal ehrlich so. Und deswegen finde ich, meiner Meinung nach, hat die Öffentlichkeit völlig ein Recht zu erfahren, wo die Steuergelder hinfließen. So viel dazu. Und vielleicht appelliere ich mal an die Lebenshilfe Duisburg. Ihr solltet eure Mitarbeiter wirklich besser bezahlen. Und Leute, ich sage euch ganz ehrlich, so wie das, gebt mir eine Abmahnung. Ich sage nur die Wahrheit, wie es ist. So, ihr könnt mir gerne eine Abmahnung geben zu verlieren. Habe ich diesmal, mein Verlobter hat sich getrennt von mir, beziehungsweise wir haben uns getrennt. Was will man mehr? So. Also von daher kann es mir scheißegal sein. Das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Ich wünsche euch an der Stelle jetzt weiterhin einen schönen Abend. Kommt gut durch den restlichen Mai. Und ja, jetzt steht ja bald die EM an. Und ja. Okay. Ich melde mich dann später erneut. Wenn sich hier was getan hat. Bis später dann.